Bei mir ist heute die Julia, sie ist auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Ich habe natürlich überwiegend mit sehr positiv eingestellten Kunden zu tun, also entweder die Fachgeschäfte oder die Endkunden. Und so hat man durchweg eigentlich mehrheitlich ein sehr positives Umfeld, wovon man selber profitiert. Das heißt also, man sollte sich eine Branche suchen, wo es einfach glückliche Menschen gibt, möglichst. Es wäre natürlich sehr empfehlenswert, ja. Ich glaube, dann hat man viel Spaß bei der Arbeit, ja. Dann triffst du ja trotzdem vielleicht auch mal welche, die nicht so gut drauf sind oder wo man, ja, die man vielleicht auch privat gar nicht so gerne treffen würde. Wie gehst du denn mit denen um? Ja, ich sag mal so, es sind ja in dem Fall dann Geschäftskontakte. Man muss sich ja mit denen jetzt nicht zwingend privat zum Käffchen verabreden. Und insofern hält man dann vielleicht einfach die Gespräche ein bisschen kürzer oder stellt sich einfach auf das Gegenüber ein bisschen anders ein. Und die vielen Sachen, die du machst, wie kriegst du die dann in einen Tagesablauf integriert? Da kommt ja auch mal was dazwischen. Ja, Zeitmanagement, hast du da auch ein paar gute Tipps? Naja, also ich denke, ich bin schon ganz gut strukturiert. Also es gibt so Zeiten am Tag, wo ich sage, dort mache ich mein ganzes To-Do, was einfach tagtäglich anfällt. Dann lasse ich mir tatsächlich immer so eine Stunde am Vormittag, wo ich denke, das ist mein Puffer, wo ich Dinge entweder nacharbeite oder Dinge, die unvorhergesehen sind, einschieben kann. Und ansonsten ist es ganz gut, wenn man familiär auch gut abgesprochen ist, sodass eben das häusliche Umfeld funktioniert, während man arbeiten geht.